Hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Freue ich mich. Heute geht's um Altersflecken und wie man die schminken kann. Barbara F. Was sind Altersflecken? Ist einem jeden bekannt? Das sind einfach dunkle Flecken, die man auf der Haut kriegt. Meist kriegt man die im Alter. Und deshalb heißen sie ja auch so schön Altersflecken. Echt uncharmant. Aber so ist es nun mal. Das ist sozusagen die Quittung, die man kriegt, wenn man sein Leben lang zu viel in der Sonne war. Theoretisch schützt sich der Körper durch einen braunen Hautton gegen zu viel Sonne. Und er produziert Melanin und dieses Melanin produziert im Lauf der Zeit einfach diese dunklen Flecken, die so wunderschön Altersflecken heißen. Es ist die Quittung, die man kriegt für zu viel Sonne, für zu viel Sonnenbrände, für einfach zu viel diese UV-Strahlung. Aber es sind nicht alle gleichermaßen davon betroffen. Es ist nicht fair, wie vieles im Leben, aber die Hellhäutigen mit blauen Augen, mit blaugrünen Augen, die haben meistens eine sehr empfindliche Haut gegenüber den olivfarbenen. Und diese Hellen, die trifft es natürlich umso mehr. Und die müssen mehr aufpassen. Ist einfach so. Ja, und ein Tipp, bevor wir ans Schminken gehen. Ich finde, jeder sollte einmal im Jahr einen Hautscan machen lassen. Ich mache das regelmäßig. Ich bin sehr viel an der Luft. Ich fotografiere manches Mal stundenlang in der Sonne. Und trotz Schutz möchte ich einfach wissen, ob meine Haut in Ordnung ist. Und in der Zwischenzeit haben es, so viel ich weiß, auch die Krankenkassen übernommen. Nur das jetzt mal in Klammer, dass sie vielleicht nicht nachlässig werden, weil wenn es zu spät ist, ist es einfach zu spät. Okay, was kann man jetzt tun? Man kann es natürlich zuschminken. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie ich das mache. Ich mache es nicht regelmäßig, aber ich mache es immer wieder, wenn ich einfach mal schön sein möchte. Und ich habe wirklich kleine Flecken, trotzdem stören sie mich manches Mal. Meine Hände sind sowieso extrem faltig und dann noch mit den dunklen Flecken. Mich stört es nicht immer, aber manches Mal stört es mich. Und dann zeige ich Ihnen jetzt, wie man das machen kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber die ähneln sich eigentlich vom Prinzip. Man deckt die Haut ab mit unterschiedlichen Mitteln und lässt so die dunklen Pigmente verschwinden. Die erste Wahl ist eigentlich Camouflage. Ich habe Ihnen Camouflage in einem Video, ein paar Videos zurück schon mal erzählt oder erklärt. Camouflage ist ein ganz extrem deckendes Make-up, kann man sagen. Speziell zum Covern von Farbpigmentstörungen und von Hautunreinheiten und alles, was so Feuermale, alles Mögliche, was einfach zugedeckt werden soll und richtig verschwinden soll, ist natürlich mit Camouflage ganz bestens bedient. Camouflage gibt es in diesen einzelnen Teilen hier und es gibt es auch in einem schönen praktischen Kasten. Ich habe im Moment in meinem Studio, nutze ich diese einzelnen Teile, weil ich immer unterschiedliche Farben nachkaufe. Aber begonnen habe ich auch mal mit einem Kasten. Ich verlinke Ihnen den unten rein, dass Sie sehen, wie die aussehen, wie ein Malkasten. Und da haben Sie natürlich dann die Wahl, dass Sie auch mischen können. Sie können diese Töne oder dieses Produkt auch untereinander mischen. Wenn Sie zum Beispiel einfach den Hautton nicht wirklich richtig definieren können, dann nehmen Sie zwei verschiedene Farben und probieren das aus. Okay, das ist sozusagen meine eigene Palette von diesen Farben. Und ich möchte jetzt diese Flecken, möchte ich jetzt kaschieren. Ich nehme einfach eine Farbe. Ich schaue, dass der Ton so ungefähr dazu passt. Der ist jetzt etwas heller, ja, aber das muss man einfach dann noch ändern. Und gehe jetzt da mal so punktuell drüber. Natürlich schaut es jetzt im Moment sehr hell aus. Und dann vertupfen wir einfach den Rand ein bisschen. Also auf jeden Fall, der Fleck ist jetzt schon mal weg. Und dann könnte ich mir zum Beispiel noch eine andere Farbe nehmen. Ich nehme ein bisschen röter, weil die Haut ein bisschen röter ist. Gehe noch mal so ein bisschen drüber.
Jetzt ist es ganz wichtig abzupudern. Mit einem dunklen Puder, ich habe da so verschiedene Farben, ich vermute ganz einfach, dass diese Farbe hier jetzt, dass die ganz gut kommt. Mit einem Puder fixiert man das jetzt als erstes. Es ist total wichtig, dass es sich nicht so ganz leicht wieder auflöst. Jetzt muss man die Kanten einfach ein bisschen verwischen und verblenden. Okay, gucken Sie, der Fleck ist weg. Und da ich da nebendran noch welche habe, könnte ich gleich die weiter bearbeiten. Ich nehme mal gleich diese Farbe hier, gehe noch einmal hier drüber, gehe wieder da drüber. Dann kommt wieder der Puder zum Einsatz. Und wie sieht's aus? Weg sind sie. Ich finde, die sind ganz gut kaschiert. Der Puder ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt da drüber gehe, da passiert gar nichts. Sehen Sie? Da reibe ich nichts weg, gar nichts. Das ist durch den Puder einfach fixiert. Jetzt kommt die zweite Variante. Geht genauso gut. Möglicherweise haben Sie ja diese Camouflage nicht. Und dann können Sie auch Stifte nehmen. Sie können in die Apotheke gehen und sich einen Stift kaufen. Ich habe mir vor vielen Jahren mal diesen Stift gekauft und war über ganz viele Jahre total happy damit. Der hat eine ganz feine Spitze, den kann man so rausdrehen. Leider hat die Firma Vichy dieses Produkt nicht mehr im Programm. Was Ähnliches, aber eben diesen grünen, den gibt es nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und mit dem konnte man ganz fein, einfach nur winzig kleine, fast Sommersprossen kaschieren. Und es war sehr praktisch. Und man hat nicht das ganze Gesicht eigentlich so ein bisschen gekleistert. Das ist die Gefahr. Natürlich, je mehr und je größere Flächen Sie haben, desto eher ist es möglich, dass es wie so eine Wand aussieht. Es gibt ganz viele Empfehlungen, dass man das ganze Gesicht dann covert. Ja, das kann man machen, wenn man vor die Kamera geht oder wenn man einen riesen Auftritt hat. Aber ich finde, so tagsüber, es fällt einfach unendlich auf, wenn man wirklich so eine komplette Schicht drauf hat. Wenn es nicht sein muss, eher nicht. Einfach punktuell und da ist sowas sehr geeignet und damit geht es ganz genauso gut. Man kann natürlich auch Stifte nehmen. Ich habe jetzt da zum Beispiel einfach verschiedene Lippenstifte. Sie glauben es nicht, aber es funktioniert. Der ist von Catrice. Der hat einfach ein bisschen einen Schimmer sogar. Und da die Haut ja nie ganz stumpf ist und noch gepudert wird, funktioniert dieser Stift, finde ich, ganz hervorragend. Dann habe ich einen Stift, der ist orange. Ja, ich würde sagen, das kommt auf den Hautton an. Nicht schlecht. Und dann habe ich einen, der ist ganz hell, ganz weiß. Kommt auch auf den Hautton an. Wenn Sie zum Beispiel sehr hell sind und diese Altersflecken haben, dann ist das hier ganz prima, weil Sie dann anschließend mit einem dunkleren oder mit einem normaltonigen Puder das Ganze ja fixieren. Nicht mit einem farblosen, sondern mit einem getönten Puder natürlich drüber gehen, so wie ich Ihnen das gerade gezeigt habe. Weil der farblose, der würde dann einfach zu weiß bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, hier habe ich so Flecken auf der Haut. Wenn ich jetzt da mit diesem drüber gehe, ganz leicht, und das mit Puder, mit dem Puder hier verblende, sieht, dass der Untergrund war ganz weiß. Jetzt sind sie weg. Funktioniert perfekt.
Und es ist auch wieder so, ich kann da jetzt drüber wischen, da passiert gar nichts. Das ist jetzt einfach mit diesem Puder fixiert. Das hier ist ein Stift von Catrige. Das hier ist ein Stift von Rossmann. Und der Orange ist auch ein Stift von Rossmann. Vielleicht haben Sie ja so einen Stift als Nude Make-up irgendwo im Schrank stehen. Und dafür können Sie es ganz perfekt verwenden. Sie haben es jetzt gerade gesehen. Ja, und dann gibt es noch die dritte Methode. Und zwar, die mache ich einfach unglaublich gerne. Ich habe Ihnen neulich mal von dem getönten Puder erzählt, mein Wunderpuder. Und auch für Pigmentflecken geht diese Methode. Man nimmt einfach ein Öl, ich nehme da wieder dieses Squalan, und mische den Puder ganz leicht an. Das hat den Vorteil, dass er zum einen etwas dunkler wird, anders sich verstreichen lässt und viel, viel kompakter ist. Ich habe hier einen Flecken. Der ist wirklich ganz winzig klein, aber manches Mal stört er mich. Und wenn ich mit diesem Puder, muss so bleiben, wenn ich mit diesem Puder da drauf gehe, jetzt ist es auch wieder zu hell. Sehen Sie es? Ich verstreiche das ein bisschen. Wird schon besser. Und dann fixiere ich es wieder mit dem dunklen Puder. Und alles ist gut. Also, welche Methode Sie jetzt anwenden, das liegt ganz bei Ihnen und auch vom Produkt, das Sie haben. Sie können Stifte nehmen, Sie können Puder nehmen und Sie können Camouflage nehmen. Alles funktioniert. Nur das Allerwichtigste ist immer fixieren mit dem Puder. Es muss kein spezieller Puder sein. Es ist vollkommen genug mit dem guten Puder. Ich verwende immer diese Naturproduktpuder, die von Alverde grundsätzlich, weil ich die vertragen sich einfach mit der Haut, finde ich am besten und halten auch extrem lange. Die gibt es in verschiedenen Nuancen und die passen einfach immer, Sommer wie Winter. Also abpudern und fixieren. Was ich Ihnen aber jetzt schnell doch noch sagen möchte, es gibt auch, ich möchte Ihnen noch zwei Methoden sagen, womit Sie die Flecken vielleicht verhindern können oder zumindest, ohne dass man sie schminkt, dann ein bisschen mindern kann. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Blutorangensaft die Flecken aufhält und vor allen Dingen die Haut widerstandsfähiger macht gegen Sonnenstrahlen. Also dann hätte man praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Und natürlich das Allheilmittel Zitronensaft, aber das ist nicht neu und ist natürlich auch nicht über Nacht. Da gehört Geduld dazu und eine gehörige Portion Geduld, damit es funktioniert. Ich hoffe, Sie können mit dem Video was anfangen und ich hoffe auch, dass Sie nicht allzu arg viele Flecken haben, aber es lässt sich nicht vermeiden. Und das Beste vermeiden ist ja nach wie vor einfach an den Sonnenschutz denken. Vor allen Dingen mit Kleidung, dass man sich schützt. Das ist oftmals gesünder, als sich mit hohen Lichtschutzfaktoren, die ganz viel Chemie dran haben, einzuschmieren. Also, und wenn Sie einen Lichtschutzfaktor kaufen, dann drehen Sie ihn um und schauen nach, ob er wenigstens kein Aluminium drin hat. Es gibt auch welche ohne. Das war's für heute und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Haben Sie schon von meinem Anti-Aging-Konzept gehört? Nein? Dann klicken Sie einfach auf den Link in der Videobeschreibung.